Hallihallo, meine Lieben. Ahoi Internet, ahoi Hobbyisten, ahoi Battlegroup-Spieler und alle anderen Tabletop Zweiter Weltkrieg-Menschen. Hier ist das Hörnchen mit der Crew, dem Krauti, dem Jensi, dem Andi. Es hat ein bisschen lange gedauert, dass wir uns wieder so zusammenfinden konnten. Das hatte berufliche Gründe. Ich habe das letzte halbe Jahr in Nürnberg verbracht und durfte dann immer 7 Stunden oder 7,5 Stunden oder auch mal 10 Stunden, weil mein Fahrzeug nicht schneller als 100 fahren konnte, gefühlt, damit ich meine eigenen Gedanken auch noch höre, zurück nach Schleswig-Holstein fahren. Und dann war das Wochenende immer gelaufen, da ist also nicht so viel passiert. Der Jens hat aber die Gunst der Stunde genutzt und einen Haufen neues, cooles Gelände zur Verfügung gestellt und gebastelt und gemalt. Und der Andreas war da auch fleißig. Nur der Kraut und ich, wir waren faul, ne? Ja, Wir machen nichts. Wir kommen immer hierher und werden bedient, ne? Sehr gut. leider. Ja, wir haben jetzt gespielt 300 Punkte Recce Screen mit ein bisschen leicht modifizierten Regeln, dass man ein bisschen mehr, naja, Aufklärer mitnehmen kann. Jens oder Andreas, wer mag von euch da mal ein bisschen die Umrisse dazu erklären? Mach du mal. Ja, da das Ganze in der Nähe der Landung bei Anzio angesiedelt ist. Und die Alliierten eben langsam vorgerückt sind und nicht wussten, wann sie auf Deutsche treffen. Und die Deutschen, hast du was kannst du, mit Ad-hoc-Truppen nach vorne gegangen sind, wollten wir, dass der Anteil der Recce-Einheiten eben höher ist. Es gibt auch einige Szenarien in den Battlegroup-Büchern, wo der Anteil der Recce-Einheiten höher ist. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir das einfach auch so, damit das thematisch gut reinpasst. Was die können, können wir schon lange, gell? War doch Ja, so, oder Andreas? ja. Naja, das ist ja die erste von 4 Schlachten um dieses Dorf. Und wir hatten uns da ein bisschen was drüber überlegt. Also wir hatten uns überlegt, dass wir eine Kampagne quasi machen mit diesen 4 Schlachten. Und das erste ist Recce Screen, wo einfach nur die Einheit, die Die Recce halt, Vorhut. ja, die Vorhut, genau, die Vorhut der beiden Seiten aufeinander trifft. Und darauf eskaliert dann die Schlacht immer weiter. Das Genau. heißt, die Schlachten werden auch größer. Ihr hört jetzt gerade, es ist richtig eskaliert. Ja. Ja. Ich entschuldige mich dafür übrigens nichts, ne? Nichts. Weiter geht's. Auf jeden Fall, das ist so die Idee dahinter. Und je nachdem, wie die Schlacht ausgeht, haben wir dann ein anderes Szenario für die nächste Schlacht. Jetzt haben wir das Hexenkessel. Hexenkessel. Das Ja. Hexenkessel, okay. Weil Ja. eben die Briten in das Dorf vorgestürmt sind quasi und das einnehmen konnten, und sie haben auch noch die Straße, sie haben noch Kontrolle über die Straße, und die Deutschen können nicht wirklich das Dorf erobern aktuell, sondern müssen sich zurückziehen und konsolidieren und nutzen dann wahrscheinlich die Kirche als vorgeschobenes HQ-Hauptquartier. Ja, genau. Und ja, dann wird es halt auf den Hexenkessel hinauslaufen und dann werden halt wahrscheinlich von hier und da ein paar Truppen noch dazu dann kommen. Ja, wir Also haben jetzt jetzt haben wir, sind wir so an dem Punkt, wo die Vorhut quasi zu Großteil aufgelöst ist im Kampf. Und jetzt kommen die anderen Truppen, die jetzt vorbereitet sind. Und jetzt weiß man, da, hier ist der Gegner. Und dann wird man halt wirklich die Schlacht beginnen. Jetzt richtig, beginnt die eigentliche Schlacht. Das darum weiß haben wir man die schon mit Punkte so. jetzt auch erhöht auf 500, ne? Ja, Wir haben jetzt das waren jetzt 300 Punkte. Und die nächsten beiden Schlachten sind 500 Punkte. genau, richtig. Ne, da ist ein bisschen mehr Punch dahinter, ne? Da haben wir jetzt, haben wir dazu irgendwelche, haben wir die Regeln modifiziert, weil Nein. das sind jetzt reguläre Standard, Ja. Listen, Ab alle aus jetzt, dem, ja. genau, alle aus dem Overlord-Buch, ne? Richtig. Das kann man übrigens bei Frontline Games kaufen, ne? Lieber Brad, wenn du das hörst, ich habe noch keins. Es gibt's auch nicht mehr, aber wenn du noch eins hast, dann denk an den Jörg, mach da mal was. So. Ja, es gibt halt kein Buch direkt von Iron Fist Publishing für Italien. Deshalb haben wir Overlord genommen, weil das von der Zeitlinie zu der Landung bei Anzio ziemlich gut passt. Ja, das ist also, ich sag mal, nicht ganz parallel passiert, aber man hat zumindest da, ne? So war Ja, das. Was Landung noch? bei Anzio, die wurden befreit im Mai. Landung in der Normandie ist im Juni. Also, Besetzt wurden die im Mai. Ja, klar. wer wurde gewonnen? Ja, die Italiener. Nein. den Landekäs hier den. Wir haben, die Deutschen haben ja die Alliierten bei Anzio eingekesselt. Und dieser Kessel wurde befreit im Mai. Ah, Also es geht ja. nicht darum, dass die Italiener von irgendjemandem befreit wurden oder wir von irgendjemandem. Nein, nein. Die Alliierten haben ihre eigenen Leute befreit, die wir eingekesselt haben. Ja. Das ohne Hilfe die Italiener, ne? Wann haben die die Flinte ins Korn geworfen? Ach,
Nicht früh genug. Hätten die 39. schon kapituliert, hätten wir gewonnen, ne? Ja, wahrscheinlich. Und der Anschluss von Italien. Ja, richtig. Das wäre so eine Hearts of Iron Option, das sollten wir mal machen. Ja. Ne? Wenn die den Äthiopien-Krieg da verlieren, dann kannst du Italien anschließen. Ein Teil vom Ideenbaum, oder wie das heißt. Schwerpunktbaum. Genau. Richtig, genau. Ja. Der Fokus. Wenn Italien den Krieg gegen Äthiopien verliert, was ja passiert. Ja, genau, richtig. Ja. Ne? Das ist ganz legitim. Der Kraut, kraut seinen langen Bart. Ne? Ja. In der langen Zeit hat er sich einen Bart wachsen lassen und kann jetzt sehr bärtig spielen. Das haben wir gemerkt. Ja, ne? Die erste Zeit nicht gescoutet, aber dann immer mit irgendwelchen sechsen Leute zerstört, ne? Ja, mit der, wie gesagt, also mit den Fahrzeugen hatte ich leider gar kein bis wenig Glück. Mhm. Gescoutet, dann nicht getroffen, nicht gescoutet dann. Aber mit den Panzerforschern hat es ziemlich gut geklappt. Da haben wir den einen oder anderen Leute, direkt aus dem Schuh gehauen. Ja, ne? Die Infanterie regelt halt, ne? Richtig. Ja. Was diese Fortschritte angeht, wie zum Beispiel Bartwuchs, oder weniger Bartwuchs. Ihr esst einfach nicht genug Käse. Richtig. Okay. da können wir natürlich gut überleiten zu den Fortschritten, die du ja schon angesprochen hast. Was hast du jetzt nochmal alles gebaut? Also du hast ja diese Orangenbäume bekommen und die Olivenbäume. Ich habe so ein paar Olivenbäume auch, ja. Aber dann sind noch die Orangen. Ja, genau. Orcharz habe ich gebaut, ein Bewässerungssystem habe ich gebaut und einen neuen Hügel, auf den die Kirche passt. Und zwei Teiche. Ja, genau. Und kleine Seen. Nee, da ist jetzt nur noch Wassereffekt, was du da reinfügen möchtest quasi. Ja, okay, also super. Ich bin vor allem begeistert. Also die Orchards sehen gut aus, aber vor allem der Hügel. Das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal vorgeschlagen, dass man so einen Hügel hat, auf dem eine Kirche oder sowas stehen kann. Weil das ist einfach ziemlich cool. Und es gibt auch neue taktische Möglichkeiten. Genau, kann man direkt Truppen hinter verstecken und so ein Kram. Ja, genau, ne? Das ist so ein wie Monte Cassino oder so, wo man sich dann verschanzen kann. Die grünen Teufel von Monte Cassino. Ja, hier das Kloster dort oder so. Ja, richtig, richtig, richtig. Nee, das ist soweit, also da waren die beiden nicht untätig, ne? Ich habe nichts gemacht. Ich habe auch nicht viel gemacht. Also ich habe nur, dein Abi geschafft. Ja, genau. Aber ich habe, also alle einmal jubeln. Juhu. Aber das Abitur war ja nicht mein Hobby. Ja, gut. Damit wirst du dein Hobby finanzieren, stimmt das nicht? Ja. Siehst du? Also der Grundstein ist gelegt. Richtig. Ne? Und danach jedes Jahr eine neue Armee, ne? Da weißt du Bescheid. Nein. lieber, ich glaube, das funktioniert so nicht. Lieber dir eine Armee aufstocken. Richtig. Mit noch mehr CIS. Das habe ich auch gemacht. Richtig. Also nicht mit CIS, aber ich habe meine Briten aufgestockt. Ich habe diese Armored Cars gekauft. Ja. Und darüber bin ich sehr freut. Die Daimler, die waren eigentlich auch gut. Ja, die Daimler Dingo. Zwei Daimler, Armored Cars und ein Daimler Dingo. Und ein Daimler Dingo ist einfach mega niedlich. Ein richtig winziges Ding. Das ist knuffig. Den nimmt man einfach immer mit, weil der süß ist, ne? Und 6 Punkte kostet. Ja, genau. Das ist ein Battle Rating. Richtig. Das ist hervorragend. Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Scharfschütze. Ja, absolut. Kann man so absolut. Sagen. Da hat er eine höhere Rate. Ne, was hat der LMG? Der hat 2 Schuss, ne? Ja, 2 Schuss. Ja, gut. Also aber letztendlich mit einer Fire Order sind es oder was sind es ja trotzdem? 4 Schuss. Mehr als der Sniper. Kannst du nicht anders sagen, ne? Aber. Ja, aber hat halt nicht diese Vorteile vom Sniper. Ja. Aber gut, auf jeden Fall, ich habe die nur kontiert. Ich habe auch nur ein bisschen, also grob habe ich meine Infanterie bemalt. Aber da fehlt halt immer noch sehr viel. Also ich würde sagen, ich bin glaube ich technisch nicht so viel weiter vorangekommen. Liegt auch an Abitur, Prüfungen und so. Ja, aber jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Zeit, deswegen habe ich genau. das auch aber gemacht. Es ist viel auch zu warm. Ne? Es ist viel zu warm zu sitzen und zu malen und dabei zu entspannen und so. Ja, es ist besser einfach während der Wärme einfach vor dem Computer zu sitzen. Und genau, zu richtig. Ja, richtig. Genau, richtig. Das lenkt von der Wärme ab. Genau, richtig. Ja. Dann geht die Zeit ja schneller um. Ne? Man regt sich auf und wird cholerisch und dann wird es noch wärmer. Weil man ja, dann musst du aber die ganze Zeit wütend ist. Oh nein, ja, ich wurde gekillt. Ja, dann musst du dann immer beikommen und deinen Tisch reparieren, ne? Oder so Einschlagskerben sind oder so. Nee, was hatten wir noch an Themen, die wir ansprechen wollten? Ich glaube, die nächste Schlacht wird schwieriger mit den ganzen Fahrzeugen, die Straße blockieren. Genau. Aber wir werden mal gucken, wie das ausgeht. Wir haben uns dazu entschieden, die Wracks für die Authentizität stehen zu lassen, weil letztendlich zwischen dem ersten und dem zweiten Gefecht ja nur wenige Stunden liegen vielleicht. Ne? Wird also am Ende ein Flammen mehr sein. Meer richtig. Aus Flammen und Wracks. Wir haben aber noch keine, ich möchte noch kurz für die Statistik, auch wenn man in diesen Häusern da gerade gekämpft worden ist, die Häuser haben noch keine Einschusslöcher, die sind noch alle sauber.
Total, ne? Ja. Und die Bewohner sind auch noch total gechillt, ne? Ja, die sitzen noch die machen und die italienische, die, ja genau, die machen die italienische Variante von Siesta, ne? Ja, die Pizza, sitzen, Pasta, Vino. Ja, wir essen Vino, ja Vino, Vino. Wir essen gleich Pizza. Ach so, genau, weil wir uns ein bisschen rollenspielmäßig tiefer in diese Situation reinversetzen wollten, haben wir Sauerkraut und Bratwürstchen liegen gelassen. Das, wir essen ja nur das, wir sind ja richtig deutsch, wir machen ja nichts anderes. Wir haben uns mal auf ein ganz ungewohntes Terrain begeben und essen Pizza, Pizza, Mamma Mia, Bella Donna. Oui, oui, Pizza. Ja, genau, also das bedeutet... Das ist sehr authentisch und... ja, richtig. Man merkt auch voll diesen italienischen Flow da, ne? Das geht dann ja richtig, das geht dann richtig hat, vorwärts. Hat keinen anderen Grund, dass wir Pizza essen. Genau, richtig. Ja, was war, was, Andi, was war deines Erachtens nach die beste Einheit, die wir, also, wer hat am meisten gerissen? Schwer zu sagen eigentlich. Ich finde eigentlich alle Einheiten ganz gut. Ja. Ich finde das total genial, wie man mit dem LKW einfach seine Truppen einmal den halben Tisch bekommt. Das ist auch in diesem Spiel Straße viel, 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 viel wichtiger. Ja, ja, das Straße stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Sonst, ist man, sonst sollte man sie nicht mitnehmen, sondern nur Halbketten, wenn man welche hat. Ja. Aber LKWs sind eigentlich nötig für Infanterie, wenn man sie möglichst oft einsetzen will. Ja. Vor allem, weil man ja auch oft über die lange Seite spielt. Ja. Und wir haben ja letzte Woche haben wir ja Infanterie auch gespielt. Ja. Und die musste ja, ich sag mal, von der einen Tischkante sagen, quer drüber laufen. Und das waren aber auch Russen, ne? Ja, da hatten wir auch keine wirklichen Fahrzeugoptionen oder so. Aber wir haben Early War gespielt, daher so ein bisschen das Ganze. Aber trotzdem, es ist halt, das sorgt dafür, dass sich sowas enorm in die Länge zieht. Ja. Ja. Okay. Und die vier Punkte lohnen sich einfach mega. Das kann man gerne richtig mitnehmen. Auch wenn es ein Marker ist, den man ziehen muss, und wenn man sie danach in Deckung bringt, passt das eigentlich immer. Ja, aber der einzige Nachteil ist halt, es sind neue Modelle, die man ja kaufen und bemalen muss. Aber das ist noch ganz okay. Das, ist das Bemalen ist kein Problem. Ja, genau. Aber es sammeln sich halt die ganzen LKWs an, die keinen echten Kampfwert darstellen, sondern einfach nur die Truppen transportieren. Aber ist ganz cool. Ja, Jensi, was ist auf deutscher Seite oder auf alliierter Seite, wen würdest du most valuable unit? Ich finde, die Stewards sind ziemlich stark. Das sind aber keine deutschen Einheiten. Nein, ich habe auch nach Alliierten gefragt. Ja, genau. Weil die so schnell sind, weil du ihn als Recce nehmen kannst, das ist schon ziemlich cool. Kombi kann man auch als Recce nehmen, das war Recce. Genau. Aber er ist nicht ganz so flink, also so klein und so, da kriegt er schnell Deckung, kommt fast überall durch. Ja, genau. Und da hat er schon weniger ein paar Munition Vorteile und so. Also hat, der Combell ist auch relativ teuer. Ja. Und er kann halt nicht viel eigentlich. Mhm. Er ist nur so ein. Auf deutscher Seite, was war auf deutscher Seite cool? Panzerfäuste. Panzerfäuste sind sehr gut. Kraudi, was hast du dazu zu sagen hier? Ich persönlich finde eigentlich da, egal welche Fahrzeuge, aber die Panzerfäuste haben es halt rausgerissen. Mhm. Aber abgesehen man hat halt sehr, sehr viel Möglichkeiten, gerade was Infanterie mit Panzerfäusten angeht, sei es in Häusern irgendwo mit dem Fahrzeug ran an die Front, aussteigen lassen, dann über Double Speed irgendwo hin, sich in gute Deckung begeben und dann natürlich mit einer Panzerfaust hoffen, dass dieser eine Schuss landet, und das macht halt auch häufig der Sieg oder Niederlage einfach sehr, sehr schnell ein Ende. Ne? Ja, und wenn was ich cool finde, ist den Puma. Wir haben, glaube ich, das erste Mal einen Puma in Battlegroup gesehen. Ja. Ne? Der hat jetzt nicht 100% überzeugt, aber ich mag den Puma trotzdem. Ne? So. Der modelltechnisch. Und auf kritischer Seite? Ich für mich muss sagen, der Brenncarrier, ne? Der hat halt auf gefühlte 30 Zoll durch den Wald. Ja, aber das war halt dennoch einfach eine saubere Sache. An einem Wrack vorbei, durch eine Baumreihe, einen Schwimmwagen zerschossen. Ja. Das war gut. Da kann ich mich nicht, beschweren. Sonst, was wäre sonst? Naja. Vom Krommel konnten wir wenig sehen. Er war nun leider einfach bewegungsunfähig. Ja, aber er hat trotzdem, wie viele Einheiten hat er kaputt gemacht? Hat er auch dann ich glaube zwei. Er hat, glaube ich, die Halbkette kaputt gemacht und irgendein anderes Fahrzeug. Nee, die Halbkette, die da vorne steht. Ja. Du meinst die Halbkette, die wurde zerstört vom Stur. Die Halbkette wurde vom Stur zerstört. Nur einer zerstört. Das lag auch daran, dass er immobilisiert war. Genau. Aber was man festhalten kann, das sind die Stuarts. Die sind in Ordnung. Die sind punktetechnisch. Wie viel kosten die ungefähr? Was war das, Andi? 40 Punkte als Scout und 30 Punkte so. Ja, und ich hatte einen Scout und einen normalen. Ja, sie kommen mit einer passablen Panzerung, die im Late War natürlich keinen größeren Geschützen
standhalten kann. Ja, leider O, ne? Nee, die haben nicht nur O. Die haben LNN und der Gaumwert hat KLM. Ja, genau. Das ist so nicht so viel schlechter eigentlich. Genau. Aber nur in der Front ist der Unterschied relativ gering. Nachher wird es schon härter. Also ja, klar. Der Sprung von Front zu Seite ist schon hoch. Also ist enorm, ja. Aber das ist ja letztendlich, du hast ja nur Panzerung oder Mobilität. Ne? Das sind immer die beiden Dinge. Du hast einen fahrenden Bunker, so à la Maus. Ja. Oder halt schnelle Fahrzeuge à la Spanplatte. Ne? Genau. Aber also seine Waffe ist um 2 schlechter ungefähr. Doch, überall ist es. Aber Antitank 4 reicht für die meisten Seiten. Reicht für die meisten Seiten. Ja, also zumindest als Scout, auch, weil er da nur Armored Cars und sowas vorfindet. Richtig, und dann hat er noch 12 Munition, braucht also kein LKW. Mhm. Also eine gute Einheit, die man einfach so. Und er hat 2 MGs, das bedeutet, das wären 6 Schuss. Das ist also ganz in Ordnung. Ja, das hat der Combat aber auch. Ja, das stimmt schon. Aber die Mobilität, damit kannst du halt mal auch Infanterie aufs Korn nehmen, ne? Der Combat ist übrigens auf der Straße noch 2 Zoll schneller. Ja, das kann man sich sogar mal reinziehen. Finde ich ganz witzig. Ne? 20 Zoll statt 18. Okay, liebe Leute, das war der After-Action-Report für das erste Spiel unserer vierteiligen Italien-Kampagne. Bleibt dran, meine Lieben!